Darf ich jetzt alles einmal kurz weg hier? Das muss noch 5 nach unten. Das heißt, alles, was hier unter steht, muss auch noch weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wir reißen alles ab. Alles kommt weg. Alles weg. Auch die Fensterfabriken. Ja, alles weg. Alles weg. Das ist übrigens immer noch die beste Schiene, die ich hier gebaut habe. Nicht die cleverste Schiene, weil die momentan Tetris-mäßig dasteht, ist aber nicht so schlimm. Je weiter wir eben halt hier die Attraktivität nach oben treiben, umso größer wird ja der Umkreis und am Ende klappt das schon irgendwie. Gut, der geht jetzt hier rüber, das heißt, den tauschen wir komplett aus und setzen den jetzt hier drüben rein. Damit kriegen wir mehr Zink und mehr Kupfer, ist mir sowieso recht. Jetzt kurz mal abwarten und Tee trinken. Ich glaube, das reicht noch nicht, deswegen nehmen wir nochmal den hier weg. Bleib erstmal hier irgendwo drüben stehen, mach mal Pause. Der wird jetzt kopiert und kommt genau dorthin. Und der passt wirklich exakt da rein. Das ist ja der absolute Hammer. Der passt sogar so gut, dass wir das hier genau an die Kante kriegen. Voll entspannt, Leute. Jetzt ganz viel Gefühl, den da rein, der passt exakt, genau so. Jetzt kommt's drauf an. Mein Prestige-Kurve, ich habe doch gar nichts gemacht gerade. Lass mich hier mal gerade ganz kurz peilen, das muss exakt funktionieren, sonst ist das ja alles für die Katze, was ich hier mache. Der kann hier nicht hin, weil der nach unten steht. Gut. Das heißt, der muss jetzt exakt dort in die Mitte. Bam. Jetzt steht der. Dann kann das hier wieder weg und wir könnten hier theoretisch nochmal eine Stadt bauen. Und ich dachte, ich bin hier schon fertig. Aber das ist jetzt, wie gesagt, hier die ganze Feinjustierung. Bleibt ihr trotzdem bei 100%, wenn ich das so mache? Ich will nachher kein Rumgeweine hören. Wir haben keine 100%. Hier läuft gar nichts. Ach, ja, geht auch nach Hause. Alle weg jetzt hier. So, jetzt werden alle nach Hause geschickt. Nein, schwenken wir jetzt nicht. Ja, ganz genau. Der könnte theoretisch hier jetzt noch irgendwo hin. Oder der kommt hier mit rein. Bam, 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 bam. Der Kollege. Was brauchen wir von hier? Brillen plus 30 können wir darauf verzichten. Plus Glas bei 4 Dings können wir nicht verzichten. Den wollen wir haben. Den müssen wir haben. Das heißt, wir können auf den ganz offensichtlich verzichten. Dann kommst du nach hinten. Du auch. Und dann tun wir den damit rein. Geht das? Das geht ja. Das habe ich noch nie gemacht. Ohne Scheiß. Da würden wir weniger Glas produzieren. Aber bei meinem Spielstand kann ich darauf, doch, das kann ich machen. Oh, das ist eigentlich egal. Der Kollege, der ist ja nicht nur für die Nähmaschinenfabriken, sondern auch für die Dings ganz gut. Kriegen wir da beides unter? Wenn wir beides unterkriegen, wäre das super. Das wäre ja genial. Wenn wir das so hinkriegen. Die Breite hat er nicht. Oh Gott, das wird jetzt wieder lustig. Hey ja, yippie, yippie, yay. Singe, hey ja, yippie, yippie, yay. Apropos, wo ist mein Strom? Der Strom, der muss hier passen. Sonst macht das alles gar keinen Sinn. Geht der Strom da drüben hinten? Nein, geht er nicht. Das heißt, summa summarum, müssen wir da drüben erstmal auf den Strom verzichten. Bis hierhin würde das Teil gehen. Ist natürlich Quark, weil hier der ganze Strom hinkommt, den wir über hier überhaupt nicht brauchen. Aber fürs Erste können wir das wohl so doch noch mit mir vereinbaren. Weil ich werde wohl wahrscheinlich darauf verzichten können. Oh. Kosmetik ist schön.
startet die. Es gibt jetzt nur noch eine Möglichkeit. 50% mehr Arbeitskräfte, ein Sockel-Item. Komm her, Sockel-Item. Reicht das von der Reichweite her? Das ist eine gute Frage. Nein, das reicht nicht. So weit kommen wir noch nicht. Aber es ist ein netter Versuch gewesen. Zusatzfarm. Brauchen wir nicht. 50% mehr durch Produktion Elektrizität. Brauchen wir alles nicht. 50% weniger Arbeitskräfte. Ja. Lassen wir es durch schwere Industrie. So, wo war nochmal meine Richtlinie? Da würden wir 3 Attraktivität verlieren und hätten dann mehr Stromreichweite. Aber der kommt doch. Ja, das kommt jetzt drauf an. Kommt der hier oben an? Ja oder nein? Das ist jetzt die Entscheidung. Wenn der rausgeht, verlieren wir natürlich enorm Attraktivität. Warte, wie viel war das jetzt? 12.000, 13.000 und jetzt hätten wir nur noch 11.100 gehabt. Die Frage ist, kommt der oben an? Ja. Dadurch haben wir mehr Reichweite und es würde alles funktionieren. Wir hätten sogar so viel Reichweite, dass wir die noch weiter nach unten schenken könnten. Hier die Frage ist, wie weit? Verzichten wir auf Attraktivität für Stromreichweite? Na? Wie weit geht der Strom? Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Wir arbeiten dran. Will er mich hier verarschen? Ja, weil ich die Dings nicht gesetzt hatte, ich Trottel. 15er Reichweite. Ne, da steht er erstmal ganz gut. Jetzt entspanne ich mal und gucke mir hier nicht so auf die Finger. Wir könnten den theoretisch sogar weiter in die Mitte stellen. Ist er endlich da? Ja, ist ja gut. Ich habe extra aufs X geklickt in der Hoffnung, er lässt mich dann in Ruhe. Aber macht er nicht. Macht er nicht. Mm-mm. So, Strom gegen Attraktivität getauscht. Jetzt müssen wir nur noch das hier. Könntest du einfach mal kopieren? Danke. Das mit dem erstmal tauschen. Wie wir das hier unten bauen, ist erstmal egal. Das gucken wir uns dann später an. Wichtig ist, dass der Strom jetzt erstmal überall hinkommt, wo er hin soll. Alles kein Problem. Hier weiß ich noch nicht, was ich damit anfange, mit diesem kleinen Stückchen Rest, was hier noch irgendwie übrig bleibt. Theoretisch könnte man hier die Schwerindustrie aufbauen, die wir noch brauchen. Wir brauchen ja nicht viel. Das kann ja alles irgendwie erstmal weg. Betonabteilung brauchen wir nicht mehr so viel. Funktioniert alles ganz von alleine, ganz wunderbar. Dann machen wir hier oben eins für den Papa und dann reicht's aber auch. Weil hier oben auf der Ecke passt der perfekt hin und darauf wollen wir doch nicht verzichten, wenn der hier ganz wunderbar reinpackt, weil da kann ich noch so eine schöne Straße drumherum ziehen. Und dann läuft das hier. Dann haben wir hier noch einen. Oh, wir haben sogar hier noch einen Fünferplatz. Na, Halleluja. Hier passt aber heute was hin. Das ist ja top. Das ist ja top. Sollte einen Screenshot von machen und anderen zeigen. ich bin immer wieder begeistert. Tut mir leid. Wenn es alles so wunderbar glatt funktioniert. Schön alles auf einer Linie. Er ist jetzt gerade irgendwie außerhalb. Ist aber auch egal. So, darf ich jetzt. Wenn wir die Uhrenproduktion hier irgendwo daneben bauen, würde das auch passen. Hier kommt es jetzt drauf an. Hier würden die Hochräder zusammen mit den Nähmaschinen, würde das hier alles passen. Alles kein Problem. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir das jetzt hier ordentlich untergebracht? Die Nähmaschinen waren genauso groß wie die Dings, ne? Ja. Ja. Alles gut. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, wie viel passt hier letztendlich rein. Nicht genug. Verdammt, Trottel. Nochmal von vorne.
So viel würde maximal gehen. Und so geht's, wenn wir es so angehen. Ja. Jetzt wäre natürlich geil gewesen, wenn wir den... Ja, der kann nicht weg. Der muss genau dort stehen bleiben. Nur dann passt das. Aber ich habe ja noch einen Joker. Keine Sorge, wir haben ja noch... Wir haben ja noch ein paar Joker. Und unsere Joker stehen hier. Und wenn ich meinen Joker nämlich genau so hinstelle, passt das hier mit absoluter Zufriedenheit. Problem ist, dass es hier natürlich wieder nicht so passt. Ansonsten ist die Idee schon mal gut. Hier oben passt das nicht ganz. Weiter zurück kann ich ihn nicht stellen. Nur höher geht's. Höher wäre nur Ordnung. Ja, ist okay. Weil es bringt ja hier nichts, das hier so hinzupflastern, wenn wir das am Ende nicht ordentlich machen. Wir hätten sogar nach oben hin noch einen Luft. Das könnte vielleicht nochmal entscheidend sein. Wir haben hier noch einen Luft. Den können wir nehmen. Das stört auch absolut nicht, den hier noch mit rauszuholen. Perfektion ist nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Ich bringe hier mal wieder Zitate. Ich sollte mal ein Buch aufschreiben. Von wem ich hier die ganzen Zitate immer klaue. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich merke mir nie die Namen, aber die Zitate nicht. Endlich können wir auf den Profit anstoßen. Ja, ist das Ding fertig? Was gibt's denn? Oh, heute ist mal voll. Komm schon. Was Sinnvolles. Ah, oh, geht so. Können wir mitarbeiten. Alles in Ordnung. Vorwärts. Und das ist genau der eine, den wir brauchen. Das ist genau der eine, den wir brauchen. Das passt dann. Mal sehen, jetzt wird's interessant. Passt der noch oder passt er nicht? Mein kleiner Knubbelgubbel, wo ist er hier? Ja, der steht dann nämlich außerhalb. Das ist überhaupt nicht schlimm, weil der sowieso nicht viel Buff von dem abbekommt. Dadurch ist das egal. Und deswegen können wir das jetzt hier ganz wunderbar bauen. Müssen aber den nach unten verschieben, damit die zwei da drüben auch gut ankommen. Weil das sonst keinen Sinn macht. Weil der muss jetzt den ganzen Weg da außen drum rumfahren, damit er hier ins Holz rankommt. Und so umgehe ich das Prinzip hier. Haben hier natürlich wieder eine Lücke zwischen. Muss ich mal gucken, was ich hier noch mit reinstelle. Geht aber nicht anders. Aber wir haben auf jeden Fall das Problem schon mal gelöst. Wenn wir jetzt noch unsere Hochräder hier irgendwo mit untergebracht kriegen, wäre ich sehr glücklich. Das wird jetzt nochmal schwierig. Wie ist eigentlich jetzt, wie weit sind wir hier mit meinem Item? Wird das heute noch fertig? Ich will das wenigstens heute da schon mal drüben haben. Haha, gib Tempo. Wir brauchen dringend Elektrizität. Ja, ja, ich weiß, dass ihr Elektrizität braucht. Jetzt entspann ich mal, wir arbeiten dran. Der passt da sehr gut da drüben hin. Ja, da passt eine Dreierlinie ran. Zur Not können wir die auch außerhalb hier hinten hinstellen. Damit würde der perfekt schon mit eingebaut werden. Ob das schon so clever ist, weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, dass das hier ganz super funktionieren würde. Ja, komm her hier. Machen Sie mit, kommen Sie mit ran. Somit muss das ganze Holz nicht eingesammelt werden, sondern kann schon mal die Hälfte abtransportiert werden. Dann muss jetzt hier unten noch... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Die Brillen müssen noch mit ran. Die Brillen müssen noch mit ran. Ein geschickter Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. So, den haben wir jetzt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt, nochmal was Sinnvolles. Schnapsbrennerei. Ihr fackelt, wenn hier nicht genug Feuerwehren stehen, dann ist hier aber Achterbahn.
Hier können wir keine Freiwilligen nehmen, die wollen nicht mehr. Gut, hat sich schon alles erledigt gehabt. Gut. Nichts gesagt, alles ist gut. Apropos, dann können wir den nicht mitnehmen. Du kommst mit, ihr fahrt schon mal rüber. Was jetzt schon wieder? Erzähl mal, was du willst, aber seit dem einen Update läuft es hier nicht mehr so schön und viel früher. Damals, das war noch Zeit. In Besa, fahr rüber, los. Gib ihm. Sackproduktion kommt dann irgendwo nochmal da unten hin. Das steht jetzt erstmal in Ordnung. Der Verein ist okay. Okay. Der muss dann hier hin. Das heißt, hier bleibt wieder was frei. Fürs Erste. Der müsste irgendwo hier unten mit dran. Weil sonst macht das keinen Sinn. Weil wir brauchen noch ein bisschen mehr an Hochrädern. Das wird sonst nicht reichen. Das wird ein bisschen eng. Da passen auch nur noch zwei hin. Dann nehmen wir auch nur noch zwei. Schön noch eine Linie bilden, damit das halbwegs gut aussieht. Bei denen geht das nicht anders. Machen wir die große nach oben. Zack, 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 zack. Das ummantelt. Hier nochmal ein Lagerhaus hin. Die Frage ist, wie umstelle ich das? Das ist mir egal. Wichtig ist, das steht jetzt perfekt. So schön. Genauso lassen, nicht bewegen. Außer den vielleicht. Der muss andersrum. Dann ist es richtig. Was stellen wir jetzt hier noch ein? Das ist eine gute Frage. 5 hoch 1. Also 1 mehr als Feuerwehr. Da passt nur eine Melzerei oder sowas rein. Ansonsten weiß ich nicht. Dings war ein zu lang, ja. Für die Dings, die passt auch nicht. Das war auch ein zu lang. Fällt mir erstmal nichts ein. Machen wir dann, wenn es soweit ist. Gut, dann kommt hier jetzt Mutterseelen allein die Glasproduktion der Uhren, wollte ich gerade sagen. Der Brillen. Mein Gottchen, nee. 20.000 Sachen im Kopf. Die Brillen, wenn die hier hinkommen. Sogar super nebeneinander stehen. Das wird jetzt nicht so schön, weil hier noch... Wir können die auch noch links verfrachten. Aber hier könnte man vielleicht nochmal so eine kleine Stadt aufbauen. Eventuell. Weil jetzt haben wir hier nochmal einen großen Freiraum geschaffen. Hier drüben würde das mit den Brillen nicht mehr gut hinpassen. Also man könnte schon machen, klar, keine Frage. Aber ich weiß nicht. Mag ich nicht. Passen die denn hier quer rein? Rein theoretisch sogar fast. Schon fast ganz gut. Wie ist das denn mit den Brillen? Passen die denn gut rein? Weil davon machen wir das jetzt abhängig. Wenn die jetzt als Dreierkonstrukt hier gut reinpassen. Nicht wirklich. Passen tut die Abteilung hier eigentlich. Kriegen wir den einen höher? Nee, ne? Das wäre sonst echt schön gewesen. Ein weniger geht auch nicht. Das würde nicht reichen. Weil so oder so kommen wir mit einer Zweierreihe nicht hin. Da kommt husch husch die Eisenbahn. Auf die können wir nicht verzichten. Und zumindest steht das hier schon mal. Ja, wenn wir den höher setzen. Geht nicht. Können wir nicht machen. Könnten aber auf den verzichten und den hier unten hin mit hinsetzen. Damit würde dann hier unten Luftlinie was frei werden. Das hätte den Vorteil, dass wir in der ganzen Abteilung hier nochmal ein bisschen Luft machen im Sinne von hier läuft frei und wir haben noch ein Lager dazwischen. Das kann nicht schaden. So, ein Doppellager kriegen wir nicht hin, also kommt hier zentral eine Feuerwehr rein, das kann auch nicht schaden.
Wenn wir das haben, könnte hier theoretisch unten über die Ecke das funktionieren. So viele brauchen wir nicht. Und außerdem ist das Ding quasi festgelegt. Dadurch, dass wir ihn haben. Und wo ist mein anderer Pappenheimer? Wo ist er denn? Hier ist klar. Hier. Die sind ja voll. Und so viel brauchen wir nicht. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ordentlich regel. Kann ich den hier einfach so dazwischen setzen. Ohne großartige Probleme. Und dann schaffe ich es doch noch, die hier alle auf eine Seite zu klemmen. Die Frage ist, ob es ausreicht. Von der Reichweite. Weil bis hier wäre schon schön. Bis zur Mitte muss er schon kommen. Klar wäre es sinnvoller, das auf die andere Seite zu packen, aber da will ich noch was hinbauen. Rein strategisch kommt er nicht weit genug. Jetzt ist die Frage, kann ich hier eine Straße zwischenbauen, ohne dass er rumweint? Die wäre echt strategisch sehr wichtig. Bis jetzt meckert er nicht rum. Erst hat David gemeckert. Wie sieht es bei ihm aus? 100. Ja, hier gibt es eine weitgehende Kontrolle, ob das alles funktioniert. Ja, jetzt wird er da ankommen. Ein zu wenig. Macht aber nichts. Ah, den kriegen wir nicht höher. Der steht da gut. Die müssen so stehen. Das ist für alles ganz nett gedacht, aber das reicht nicht. Die Idee ist super. Wenn wir hier noch einen mehr hätten, wäre das toll. Ja, es ist... Bis dahin wird es noch gehen. Bis dahin würden wir würden 4 Stück untergebracht kriegen. Es reicht nicht. Stellen wir das erstmal hier drüben mit auf. Ist erstmal egal, stellen wir mal hin. Läuft uns ja nicht weg. Wird dann überlegt, wenn es soweit ist. Bam, 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 bam. Können wir so noch ein bisschen dichter stellen, ist ja egal. Hauptsache, das steht erstmal. Hier, 6 Stück müssten reichen. Kannst du wunderbar abholen. Kriegst du hier nochmal ein Lagerhäuschen mit dazu. Und dann funktioniert das schon irgendwie. Euch verdoppeln und verdreifachen wir hier auch nochmal. Dann wird jetzt alles rund ums Holz gebaut. Beim nächsten Mal gucken wir dann hier nochmal hin, wie wir das hinkriegen. Da könnte theoretisch gar nichts hin. Glaskonserven, die stehen hier alle richtig gut. Weintraubenproduktion ist auch da. Stellt euch mal mit dazu. Weintrauben, Sekt müssten wir jetzt wieder irgendwo hinbauen. Wo stellen wir dann zufällig jetzt mal ganz zufällig den Sekt hin? Zufällig ist gut. Zufällig ist gut. Oh Gott, wo stelle ich das hin? Hier hin? So lange, da würde ich ja erstmal noch bauen. Ist ja Quark, wenn wir es daneben stellen. Sektproduktion. Stellen wir euch hier erstmal hier auf die freie Fläche. Die war eigentlich mal für was anderes gedacht, aber... Na, jetzt hängt er erstmal wieder 5 Minuten fest. Nehm ihn rüber. Danke. So, wo ist der andere? Da. Gut. Schut, die Eisenbahn. Ich hab da Pläne für neue Expeditionen aus Baldova. Passt das mit 6? Das ist eine sehr gute Frage. Nein, mit 6 passt nicht. Ja, dann bauen wir es halt mit 4. Dieses Rumgeweine. Reichweite, die reicht nicht. So, zack. Zack. Haben wir erstmal genug Sekt? Ich glaube ja. Sollte anstandslos funktionieren. Damit das erstmal wieder übernommen wird. Jetzt müssen wir nur noch
die Rumbrennereien daneben platziert bekommen. Dann ist alles gut. Bam, bam, bam. So, das läuft. Funktioniert der Verein. Bist du drüben schon mal angekommen? Damit wir hier beim nächsten Mal nochmal weiterkommen. Danke. So. Bam. Schiffe versenken. Jetzt haben wir hier drüben Platz für den. Wunderbar. Ja, wie viel sparen wir? Ein paar Zeilen, um genau zu sein, 3. Richtig? Richtig. 1, 2, 3. Die Felder können wir noch nicht legen. Das ist so richtig, das muss alles so stehen, das muss alles so stehen. Das ist alles gut, alles genauso wie es sein soll. I love Indigo, tschalalalala. Perfekter Abschluss, so gefällt mir das gut. Jetzt bis auf 4 reduzieren. Zack. Wasser ist kostbar, deswegen muss das ganz genau so stehen, wie es jetzt steht. Eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Komm, den stellen wir hier auch erstmal provisorisch hin. Passt. Alles klar. Enbeser auf 1500 bringen. Eine Irenia beklagt sich nicht. Kriegen wir hin. Könnte ich jetzt sofort machen. Muss ich aber trotzdem nochmal auf einen weiter verschieben, weil wir das einfach von der Zeit her nicht schaffen. Jetzt können wir hier noch Indigo pflanzen. Ein paar Minütchen können wir schon nochmal rumdockern hier. Die Frage ist, wie viel brauchen wir? 130. Kriegen wir die geradeaus? Bitte, 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 bitte. Das reicht nicht. Nein! Das wäre mal schade gewesen. Ja, wie viel Indigo brauchen wir denn? Ja, wie viel brauchen wir denn? Ja, ganz ein braver. Aber wir könnten das ganze Feld einfach weiter nach links außen legen. Wie viel bringt denn uns das, wenn wir das jetzt hier drüben hinlegen? Spinnen wir das mal durch. Aus muss einer frei bleiben. Das wird hier nicht wachsen. Entspann dich mal, hier wird alles wachsen. Das sind die 130. Also so oder so würde es uns nicht viel bringen, das noch anders zu platzieren. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt hier mit meiner Vierer-Kombination hin? Hier unten wären ja noch 4 Platz. Volltreffer. Ja, den habe ich jetzt versenkt. Vielleicht lohnt sich's mal, auch ohne Ton. In die Takelage. Segel setzen. 12 Segel. Okay, hat sich nicht gelohnt. Ich wollte mal gucken. Vielleicht kommt ja mal was mal raus. Schiff, hier sind also nochmal 4. 4 würden 4 dann schon fast reichen. Könnte, glaube ich, fast reichen. Wo ist mein Indigo nochmal? Da. 4 Felder. Im Notfall hätten wir sogar 5. Bis hier kommen wir maximal. ...130 brauchen wir. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. 130. Hinkommen müssen wir mit 7. Die 7 würden passen. 7 haben eine Breite von 7, 4, 4, 5, 20, 25, 26, 27? Ja, konnte hinkommen. 27. Oh, es wird verdammt eng. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen nochmal alles abreißen. Ja, ich weiß, dass wir dann Kanal brauchen. Schlaumeier. Müssen wir beim nächsten Mal angehen. Das dauert jetzt zu lange, kann ich mir wieder überlegen. Das ist das Gute.
Wenn ich den hier komplett nochmal umstelle, den runterziehe, weiter nach links rüber, dann haben wir hier Ihr Hafen wird angegriffen. Linienmäßig das alles perfekt. Ziehen den hier also glatt. Würden auf die eine Außenlinie verzichten. Hier diese Außenlinie vom Kanal meine ich, dass hier das Grün, dass wir das nicht nutzen. Dafür kommen wir dann aber hoch genug. Müsste theoretisch reichen. Das vielleicht sogar bis hier, das wäre perfekt. Weil wenn ich jetzt hier nehme, ist ja egal gerade. Was sind zwar jetzt 116? Ja, 96, wir kommen dann fast hin, wenn wir das ein bisschen geschummelt irgendwie kriegen. Weil hier sind ja auch nochmal 4 Felder. Würden wir die auch nochmal unterkriegen. Wie gesagt, das sind 96 plus 5 mal 4 sind 20, kommen wir also schon fast hin. Das sollte funktionieren. Wir müssen noch den Kanal mit einberechnen. Muss ich jetzt ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht genau, ich habe es nur überschlagen. Also plus minus 4, aber sollte funktionieren. So, jetzt machen wir noch die Zeitung fertig. Ja, ja. Ja, wir lassen es mal genauso stehen. Gut, dann haben wir das heute da erst umgebaut. Ich wollte heute eigentlich das hier fertig bauen, aber wisst ihr, es dauert immer ewig, bis ich das Item dafür habe. Holen wir uns vielleicht noch hier ein Item dann später für mehr Einwohner und so weiter. Ja, haben wir wahrscheinlich nächste Woche noch zu tun, ja, aber dann sind wir fertig. Dann können wir hier endlich was Neues anfangen. Oder mal gucken, wo wir dann weitermachen.